Im Zuge der bisherigen Ermittlungen sind zwei Verdächtige aus dem islamistischen Spektrum in den Fokus der Strafverfolgung gerückt. Bei beiden Beschuldigten wurden die Wohnungen durchsucht. Einer der beiden wurde vorläufig festgenommen. Wir prüfen derzeit, ob wir Haftbefehl gegen ihn beantragen. Die Sprengsätze waren mit Metallstiften bestückt. Einer dieser Metallstifte hat sich in die Kopfstütze eines der Sitze im Bus gebohrt. Wir können daher von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die Sprengsätze hatten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern.